Naja. Nach was klingt's denn? Nach Dunkel? Nach einer Straße mit Autos. Oh. Mit LKWs. Nein. Wie Toad's Highway. Genau, wie Toad's Highway vom S64. Nur sind die einfach viel schneller als die Autos von da. Toll, oder? Einfach mal mitten reingeschubst. Ja. Ich würde fast sagen, ich mache hier so ein bisschen langsamer. Wieso ist der gerade in ein Auto reingefahren und wurde schneller? Keine Ahnung, der cheatet. Der hat den Auto-Hack an. Den es nicht gibt, glaube ich. Ich habe keine Ahnung, wie cheats. Ich cheate nicht. Nein, ich habe nicht einen Homebrew-Kanal, wie mich irgendwie schon Leute gefragt haben. Was hast du einen? Den Homebrew-Kanal. Das ist sozusagen eine Software, mit der man relativ viele Sachen machen kann. Man kann halt Cheats draufhauen. Ich habe nicht genug Ahnung. Ich kann auch vielleicht Mist erzählen. Jemand kann mich total verbessern jetzt unter dem Video. Man kann, soweit ich weiß, halt Games runterladen und die darüber dann laufen lassen. Ist ja klasse. Also von der Festplatte über dann. Und ja, alles so ganz böse Sachen, die kein guter Mensch machen würde. So. Du hast gerade den zweiten groß geblitzt, der zieht jetzt voll weg. Wie? Er war gerade in einem Stern oder Maxi oder so. Ach so. Aber jetzt auch Blauen wieder reingekriegt, also gleich das wahrscheinlich wieder aus. Was mir sehr gefällt. Ich dachte nur, ich könnte mal irgendwie eine reinbringen. Ja, ich hätte, so, jetzt, ja. Ich hätte jetzt gerne einen Bullet Bill. Stern ist auch okay. Aber kein Bullet Bill. Das Spiel muss lernen, dich zu respektieren. Ist da eigentlich noch letzter? Nee. Ja. Und zwar doch, das ist wieder einer raus. Schade. Ups, da kommt was Blaues. Boah, das war eng. Also ich glaube, ich werde auch letzter werden, deutlich. Da hilft mir auch die drei Sterne nicht mehr. Du kannst deine Sterne auf Risiko fahren, wie du willst. Bist du behaust sogar Icarus von der Bahn. Ja, und dann in deinem Gras, wenn der Stern aufhört. Ja gut, das ist wahr. Ja, du hast recht. Das ist echt... Bist du deine... Dass ich die Strecke aber auch nicht kenne. Ja. Ist das eine Wiegstrecke? Ja, ne? Ja. Ich hatte gerade einen Maxi-Pilz. Du hast einen Maxi-Pilz? Gehabt, ja. Auf neu? Ja. Wusstest du, wie das geht? Oder war das einfach nur am Durchlaufen oder so was? Nee. Ich kam gerade raus und dann wurde ich geblitzt. Ich wollte ihn gerade einsetzen. Du Cheater. Ist ja auch noch relativ gut geschlagen, muss ich sagen. Bist schon auf der Zielgeraden. Ja, da komme ich auch nicht mehr hin. Was war das denn gerade für eine Aktion? Einfach nur mal drüber gefahren. So ist ja, die Autos hier. So gemein. Vielleicht kommt gleich noch eins vorbei, um dich nochmal Platz zu machen. Da kommt die Bombe an. Und nochmal der Laster drüber. Jo. Das ist ziemlich brutal, das Spiel eigentlich. Ja. Bomben, die explodieren mitten auf der Straße. LKWs, die einfach rein überfahren, weil so, keine Ahnung. Vor allem ist diese Straße einfach nur so rund aufgebaut und die fahren immer die gleiche Route ab. Würde mich ziemlich nerven. Total. So, wir fahren mal 150 wieder. Okay. Also, ich denke mal, die Gewichtsklassen kennt jeder. 50, 100, 150 ist einfach Geschwindigkeit, wenn man so sagen will. Ja. Wenn man langsamer fährt, ist es natürlich einfacher zu fahren, als wenn man schnell fährt. Eindeutig. Der Herr in der Doppelmondwegstraße. Vielleicht können wir aber auch Regenbogenboulevard, wer weiß. Alles andere ist eigentlich halbwegs okay für dich, würde ich sagen. Glück gehabt. Die haben wir eben geübt. Ja. Die kannst du jetzt blind. Du wirst mindestens Achter. Auf jeden Fall. Auf der Karte vielleicht sogar wirklich, weil die recht klein ist eigentlich. Mhm. Und kein Fehlstart. Wunderbar. Und direkt in die Linie gewesen. Oh. Und dann direkt mal. Und hier ist ein Verkehr, ey. Okay, das war's. Strecke ist klein und so. Bin ich gerade überrundet worden? Nein. Doch. Nein. Das war ein Neunter. Da ist gerade jemand vor mich gefahren. Okay, nee, jetzt bin ich nicht durch. Zieh mal, du schaffst es. Gib mir Mühe. Ich glaube, irgendwie meine Wii ist am Sterben. Ich habe ja bei mir daheim schon Lags. Aber, dass ich die hier habe mit eurer, was ist das, 120.000 Kara Leitung? Du, das hat gar nichts zu sagen, was wir hier für eine Leitung haben. Kann sein, dass die wieder gedrosselt ist oder so. Dass die einfach
gar nicht so viel Ausspruch. Oder ja, halt. Ich hatte ja früher hatte ich keine Lags. So dermaßen. Verstehe. Och man, weil dieser. Kein Kommentar, ich bin jetzt zweimal an derselben Stelle runtergekommen. Was? Der Bullet zieht auf 2 ins Ziel, alles klar. Ich wollte gerade einen überrunden, der haut mich zur Seite und ich werde Dritter. Das ist eine Frechheit. Tja. Ich bin vom Platz. Zieh, zieh, zieh. Nein, nicht da rein. Ach du Scheiße. Hier ist die Abgabe. Nach rechts, nach rechts, nach rechts, nach rechts. Ja. Tschüss. Tja. Ja, Teddy. Kann auch sein, dass das einfach an dem Servernetzwerk liegt. Ja. Also wenn das überlastet ist oder so. Das habe ich jetzt schon seit Monaten. Früher war das ohne Probleme und seit ja, so. Vielleicht ist einfach die Kapazität gewachsen. Was die brauchen dafür, keine Ahnung. Vielleicht haben sie beschlossen, es spielen nicht mehr so viele Leute, schalten die Hälfte des Server ab. Möglich. Das ist halt ein bisschen störend, wenn du wirklich auf Kleinigkeiten achtest und dann du dich bei einem oder umgekehrt total reinleckst und auf einmal stehst du da. Und du kommst nicht mehr voran. So, Regenbogen. Ich warte ja noch drauf, dass das noch kommt. Klar. Mit ein bisschen Glück kommt auch mal so eine Marius-Piste, Luigis-Piste oder Mondblickstraße. Warum will der das mal spielen? Ich weiß es nicht. Die anderen beiden haben gar keinen Bock mehr, sich was auszusuchen. Wobei, da muss ja jemand Neues dazugekommen sein. Ja. Aber wer? Oh mein Gott. Also wenn du hier nicht mindestens Erster wirst, dann spielen wir das noch mindestens länger. Dreiviertel Stunde noch. Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Wir verpesten so die Luft. Oh, das war ein Disconnect. Ist aber doof, ne? Tja. Wie ist denn das jetzt passiert? Keine Ahnung. So viel zu den Servern. Schauen wir mal, ob wir Internet hier haben. Vielleicht ist einfach das Internet weg. Ich guck grad mal. Der ist voll da. Das heißt also, okay. Router läuft, alles klar. Ich glaube, hier ist nicht. Doch, keine Ahnung, kann mal passieren. Ja, dann wähle dich wieder aus. Und Disconnect kann auch durch Fehler im Netzwerkprotokoll entstehen. Ja. Falls jemand nicht weiß, was ein Disconnect ist, ist es. Würde eigentlich jeder wissen. Ja, aber ich habe letztens irgendwas gelesen, dass jemand das eben nicht weiß und sich gefragt hat, warum das dauernd gesagt wird und es einfach nicht erklärt wird. Ja, hier Internet weg. Tschüss, du fliegst raus aus dem Spiel und musst dich nur verbinden. Disconnect. Haha. Wunderbar. Kurzfassung. So, du könntest. Du hast ja hier ausgewählt, sehr schön. Ja. Ich nehme diesmal meine Daisy. Die ich immer nehme. So. Oh, ziemlich voller Raum. Oh, ich bin schon wieder gespannt, aus welchen Ländern die alle kommen und ob wir neue Freunde finden werden. Nö. Wir hätten hier. Ach Gott, ich gib's auf. Und und dann hätten wir da noch vielleicht auch bitte New Jack. Und Jack und Izzy. Jack und Izzy, hallo. Der Rest sei auch irgendwie begrüßt, auch wenn wir eure Namen nicht wirklich aussprechen können. Das ist ja schrecklich. Jetzt müssen wir einen Spitznamen für die ausdenken. 1, 2, 3, 4, 5. Zumindest einer von denen muss Furzkopf heißen. Okay. Der Erste, der Beste dann immer? Ja. Okay. Jo, Moment bitte. Ich habe es gar nicht so in Erinnerung, dass man da so viele Ladezeiten immer hat. So. Es fahren 5 Leute auf der Strecke, wie zum Beispiel, ne? Brixia. Oder so. Oder, Igel. Oder auch jemand ohne Namen. Hallo. Oh. Das Rennen ist rum, das sieht man. Okay. Glitcher. Draußen schreien schon wieder Leute durch die Gegend, das ist ja schrecklich. Da sind wieder die Obdachlosen. Ach Mann. Warum haben die das ganze Geld für das Bier her? Tja, das ist echt eine gute Frage. Jeden Tag stehen wir da und saufen und saufen und saufen. Ja Mann, ne? Obdachlosen geht's anscheinend gar nicht so schlecht. Die faken das voll, die haben eine Wohnung und so. Mit stimmt. Haben am Lotto gewonnen und machen jetzt voll auf. Oh ja. Ja, also wir würden euch gerne auch hier Rennen zeigen, aber irgendwie hat das gerade nicht viel Lust. Oh.
Ja, jemand ist abgesprungen. Mhm. Ich glaube, es war ein Name, den man nicht aussprechen konnte. Ich glaube. Und dieser New irgendwas, ne? Ja. Oh Gott, ich habe aufgepasst. So, versuchen wir nochmal diese Strecke zu wählen. Sie kam ja endlich dran nach Ewigkeiten und dann sind wir geflogen. Aber er nimmt auch Regenbogen, das ist sehr schön. Pilzstrot hast du ja auch sehr gemocht. Absolut. Und dann sind noch zwei abgesprungen gerade eben. Tja. Die haben Schiss. Ja klar, die haben alle mich gesehen. Waren bestimmt Jack und Izzy die einzigen. Nee, Izzy ist noch da. Oder? Ist das Izzy? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Absurd. Jo. Yippie! Auf zum Disconnect! Also Disconnect hat nicht zwangsläufig was damit zu tun, dass das Internet weg ist. Ja, dass du halt zumindest aus dem Netzwerk sozusagen rausgenommen bist. So. Was ist da vorne Furzkopf? Der hat drei Sterne. Ich habe gar nicht auf die Punkte geachtet eben. Aber sagt dir die Strecke zu? Keine Ahnung, ich kenne die gar nicht. Komischerweise. Das ist von der Wii halt. Ach, das ist halt einfach schon ewig lange her, dass ich gespielt habe auf der Wii. Mhm. So zwei Monate. Nee, ich meine so ein bisschen mehr als nur die eine Stunde, die wir zusammen gespielt haben. Oh. Oder zwei. Ich weiß nicht, wie lange es war. Ein bis zwei werden es gewesen sein, Zypern. Geht sich ganz gut bisher. Ja, ich gebe mein Bestes, ne? Ja, oh, auch Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, oh ich Gott, brauche oh ein Gott, Item. Oh Gott. Ganz fix. Okay. Ja. Okay. Zieh mir da rechts über die Sprungpflanze oder so. Oder fahr einfach rechts über das Gras. Du kannst das hier machen als Maxi. Ja. Ist ja kein Geschwindigkeitsverlust. Boah, wenn das jetzt die letzte Runde wäre, du wärst so glücklich. Okay. Mindestens den einen hier krieg ich noch, den Tryser. Nicht mehr. Und hoch. Und die letzte. Ja, keine Ahnung, ich bin auf jeden Fall mal auf Platz 4. Bisher liest sich das nicht schlecht. Du wirfst die Bohnen nach hinten ab. Und dann guck ich halt mal, was hier noch so drin ist. Ja, das sieht echt cool aus. Zwar, da kommt einer mit dem Stern. Wow. Jetzt haben sie. Fahr und sammle noch ein Item ein und dann ziehst du da durch, wie sonst was. Wenn jetzt ein Bullet Bill käme, auf jeden Fall. Und drück, 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 durch, drück, durch, drück, durch. Und hier, zieh, komm. Und drück noch eins, komm. Und, oh, hättest du das Item noch mitgenommen, wäre es vielleicht was geworden. Und Wheelie. Oh, hättest du den Wheelie früher gemacht, hätte es vielleicht auch noch gereicht. Das ist halt die Übungssache. Aber ich war knapp dran. Du warst vor dem Gast. Ja. Immerhin. Ja, cool. Gast und Gast. Du bist jetzt der Hauptfan des Gastes. Gast. Ja. Waren übrigens wirklich Jack und Izzy, die abgesprungen sind. Echt? Ja. Unglaublich. Fahren jetzt nur noch mit komischen Menschen. Ja.